So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roll the Dice und zur, oh, ich glaube jetzt in der Playlist dann der vierten Folge von K-Wop, so wie ich das Ganze jetzt mal genannt habe. Also keine Waffe ist der OP. Eine Serie, in der ich mit schlechten Waffen oder den mit schlechtesten Waffen einer Kategorie versuchen werde, den Server zu dominieren. Und auch wenn ich hier jetzt gerade noch Panzer fahre, so liegt das eigentlich nur daran, dass ich hier Rush spiele und so ein bisschen auch versuchen muss, mein Team voranzubringen. Das heißt, ich habe dieses ganze Spiel oder diese Runde auch ein bisschen im Little Bird angefangen, und da schon ein paar Kills geholt. Die meisten Kills bleiben aber doch bei der schlechten Waffe, die ich mir für diese Runde ausgesucht habe. Das ist diesmal eine PDW und zwar die CBJMS. Und ja, ich wüsste nicht unbedingt, warum man diese Waffe spielen soll. Es sei denn, man findet die Optik cool, denn sie sieht zugegebenermaßen im Vergleich zu den meisten anderen Waffen doch ein bisschen, ja, anders einfach aus. Also alleine dieses komisch tief sitzende runde Magazin unterscheidet sie, denke ich, schon recht gut von allen anderen Waffen. Und es ist auch eine Waffe, die man nicht wirklich häufig auf dem Battlefield sieht. Einfach weil sie statmäßig dann wieder nicht eben wirklich hervorsticht. Also da ist sie nicht so toll wie in der Optik und nicht so individuell und unique und wie man das so nennen könnte. Statmäßig ist sie echt eher, ja, mittelmäßig. Sie hat einen Max-Damage von 25, was für die PDWs nicht schlecht ist. Und das kombiniert mit dem 51er Magazin ist nicht schlecht. Wenn man die Waffe in einem vernünftigen Setup spielen würde, also mit einem Ergo oder Stubby Grip und einem Silencer und einem Laserpointer, dann könnte man da, denke ich, auch im Nahkampf zumindest ganz gut was holen. Ich habe sie allerdings wirklich nur mit der Cobra-Optik gespielt, um die Waffe doch nochmal so ein bisschen schlechter eben zu machen, dass ich nicht das derbe Hipfire habe und nicht von der Minimap verschwunden bin, sondern mir eben schon so ein bisschen ein paar Nachteile gebe und sie dementsprechend nur mit der Cobra-Optik spiele. Und die hatte ich eigentlich auch nur drauf, weil ich irgendwann schon mal die Waffe ausprobiert habe und da war die Cobra-Optik das Einzige, was ich freigeschaltet habe und war eben noch drauf und dann habe ich es drauf gelassen. Ich denke, die Waffe war eigentlich trotzdem noch schlecht genug. Gerade weil in den Hipfire-Situationen habe ich schon gemerkt, dass der Laserpointer fehlt. Ja, ich habe hier das Ganze eigentlich als Live-Commentary aufnehmen wollen, oder ich habe es auch als Live-Commentary aufgenommen, aber die Runde ist dann irgendwie 26 Minuten lang geworden und dementsprechend musste ich das sowieso zusammenschneiden und das dann mit meiner Live-Commentary irgendwie so ein bisschen abzustimmen, dass das, was ich rein- und rausschneiden will, irgendwie Sinn macht und dann immer noch das, was ich gesagt habe, rüberkommt, obwohl ich sehr viel von dem, was ich sage, auch wieder wegschneide. Also das fand ich irgendwie nicht so toll. Also habe ich gesagt, okay, dann überblende ich da das meiste von mir Gesagte einfach mit der lauter später aufgenommenen Stimme. Denn das zweite Problem bei der Live-Commentary war, ich hätte euch ja auch einfach ein 26-Minuten-Video hochladen können. Aber die wurde mal wieder ein bisschen zu leise aufgenommen, beziehungsweise der Game-Sound war im Verhältnis zur Stimme dann einfach zu laut. Und da ich das so, wie ich jetzt aufnehme, eben alles auf einer Spur habe und dann ja, kann ich eben nicht eine Sache lauter machen und die andere dabei gleich laut lassen. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, dass ich hier das Ganze jetzt im Nachhinein kommentiere, denn das, was ich mir da erspielt habe, fand ich schon sehens- oder zeigenswert. Denn ich weiß auch nicht, wie viele MCOMs ich in dieser Runde hochgejagt habe. Die musste ich zum Teil auch zwei, dreimal legen, bis die dann endlich mal hochgegangen sind. Und ja, das fand ich eben am Ende dann doch sehenswert und das war so eine Runde, wo ich zwischendurch echt mehrere Momente hatte, wo ich nach so einer Killstreak dachte, oh mein Gott, wie viele waren das gerade? Ich konnte es nicht mehr zählen. Ja, und ein paar von den Killstreaks habe ich euch da ausgewählt. Das hier ist so eine MCOM, die echt fies zu holen war,
weil mir da auch mein Team nicht wirklich geholfen hat. Die haben irgendwo weiter hinten so ihre eigenen Schlachten geführt, aber haben nicht wirklich diesen Rush-Spielmodus verfolgt, indem sie eben mal die M-Coms legen und dann verteidigen. Ja, nützt denn nichts, habe ich das eben alleine gemacht und mich da zwischendurch im Live-Kommentar auch ein bisschen drüber beschwert. Aber so ist das eben. Ich denke, das kennt ihr selber, dass man zwischendurch die Momente hat, wo man sich denkt, Team, was macht ihr? Genauso hatte ich hier den Moment, wo ich dachte, verdammt, wie konnte der Typ die M-Com so schnell entschärfen? Aber gut, musste ich sie eben nochmal armen, beziehungsweise in dem Stück zwischen dem Clip eben und dem Stück, also in dem Clip hier jetzt, habe ich sie schon mal gearmt und sie wurde ein zweites Mal diffused und jetzt arme ich sie gleich zum dritten Mal. Also die M-Com hier war echt fies. Ja, ihr seht ja auch, 30 Tickets, wir haben uns hier schon ein bisschen an diesem Set of M-Coms festgebissen, aber ja, ich spoiler da mal wieder, wir konnten die Runde am Ende, glaube ich, doch erfolgreich beenden und ja, ich gehe nochmal auf die nächste Folge, beziehungsweise diese Folge und die Waffen ein. Mir wurde jetzt schon die nächste PDW vorgeschlagen und ich habe ja auch hier gesagt, ich habe, oder zumindest im Live-Kommentar habe ich es gesagt, sowas, dass ich mich, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, nicht informiert habe, ob die CBJMS jetzt wirklich so die schlechteste PDW ist. Es scheint sie nicht unbedingt zu sein. Es gibt dann noch die ein oder andere, die ähnlich schlechte Werte hat. Da kommt es dann eben wieder darauf an, was man selber als sehr schlecht empfindet, beziehungsweise was einem wichtiger ist. Also natürlich hat die CBJMS zum Beispiel auch ihre Vorteile. Genauso war es ja gestern mit der FYJMS schon. Die hat auch ihre Vorteile, indem sie einen sehr niedrigen Bullet Drop Wert hat. Also das ist eben da leichter, die Ziele, die sich bewegen, zu treffen. Es ist leichter, Headshots zu landen. Aber durch den niedrigen Schaden auf der Distanz wird das eben meiner Meinung nach egalisiert. Also was bringt mir da der Headshot, wenn er den Gegner nicht tötet? Und ja, ich habe vorhin dann auch unter den Kommentaren schon gelesen, dass die Type 88 LMG als schlechteste LMG da nominiert wurde. Und musste gleich sagen, für mich ist die Type 88 LMG alles andere als das schlechteste LMG. Also ich finde, man kann mit der ordentlich Damage machen und da finde ich die U100 MK5 zum Beispiel deutlich schlechter. Das wäre jetzt mein Vorschlag für die nächste Folge KWOP und dass ich mit der U100 MK5 mal sehen kann, was ich da so erreiche und ob ich damit den Server auch dominieren kann und den MVP holen kann. Ja. Wäre mal so eine Sache, das noch auszuprobieren. Vielleicht setze ich mich da gleich noch ran und versuche das einfach, ohne die Bestätigung schon gekriegt zu haben, umzusetzen. Aber was sagt ihr? Was ist die schlechteste LMG? Mein Vorschlag U100 MK5. Falls ihr andere Vorschläge habt, immer gerne raus damit. Und dann die nächste Frage. Was ist denn die schlechteste Carbine eurer Meinung nach? Denn da hätte ich jetzt auch schon so ein paar im Auge, die ich eigentlich für relativ unspielbar, nein, natürlich nicht unspielbar halte, aber das ist ja der Sinn dieser Serie. Ich sehe wenig Sinn darin, sie zu spielen, wenn man sich nicht selber herausfordern möchte. Denn es gibt eben Waffen, die im Verhältnis zu denen nicht overpowered sind, aber einfacher zu spielen. Also, könnt ihr mir auch nochmal eure Meinung in die Kommentare klatschen. Damit beende ich das Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.